Frau Grandjean beantwortet unsere Fragen zu der Gemeindebücherei. Dürfen Sie selber bestimmen, welche Bücher in der Gemeindebücherei vorhanden sein dürfen? Ja, ich darf selbst bestimmen, welche Bücher für die Gemeindebücherei gekauft werden. Allerdings freue ich mich über Buchtipps von meinen Lesern und berücksichtige sie, wenn die Tipps für alle interessant sind. Wie wird die Bücherei finanziert? Die Gemeinde Isernhagen stellt mir jährlich eine Geldsumme zur Verfügung, für die ich die Bücher kaufen darf. In diesem Jahr allerdings gibt es wegen einer großen Summe an Steuerausfällen eine Haushaltssperre, sodass ich vermutlich keine Bücher mehr kaufen darf. Seit wann gibt es die Bücherei? Die Gemeindebücherei gibt es seit den 60er Jahren an verschiedenen Standorten. Was passiert, wenn ein Buch nicht zurückgebracht wird? Wenn jemand die Medien nicht pünktlich zurückgibt, entsteht eine Säumnisgebühr, die der Leser dann zahlen muss. Je länger man überzieht, umso höher wird die Gebühr. Welche Altersgruppen leihen die meisten Bücher aus? Die meisten Bücher werden von Müttern ausgeliehen, die sich selbst mit Lesestoff versorgen und ihre Kinder gleich mit dazu. Finden in der Bücherei auch Events, zum Beispiel Lese-Events oder ähnliches statt? Wir veranstalten viele Events, zum Beispiel zweimal jährlich eine Lesenacht für Kinder von 6 bis 10 Jahren. Im letzten Herbst eine Bilderbuchwoche mit verschiedenen Veranstaltungen. Diesen Herbst wird es voraussichtlich eine große Halloween-Lesenacht für Kinder von 8 bis 12 Jahren geben. Auch für Erwachsene machen wir Veranstaltungen. Welches sind die meist ausgeliehenen Bücher? Fantasy, Zeitreisen, Vampirromane laufen momentan sehr gut.